Der heutige Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, stand bei den Mephisto Amadeus Horse Indoors 2016 wieder ganz im Zeichen der Dressur. St. Georg Musikkür, präsentiert durch das Paradeunternehmen Transbofix, wurde entschieden und gewonnen einmal mehr an diesem Wochenende von der charmanten Lokalmatadorin Diana Porsche. Diana, zum einen einmal Gratulation zu deinem fulminanten Sieg am heutigen Morgen mit Porsches Eloy. Wie war's in der Arena? Einmal mehr. Es ist so traumhaft, da zu reiten, und ich bin einfach unfassbar dankbar, dass das die Sponsoren und der Veranstalter möglich machen, dass er die nationale Tour Chance kriegt und dass wir in der schönen Kulisse reiten dürfen. Jetzt waren heute früh schon einige Zuschauer da, die applaudiert haben, als du mit Porsche Sieler deine Runden gedreht hast. Und dann auf einmal der Schock bei der Siegerehrung, als du mit Tränen in den Augen verkündet hast, das war die letzte Runde des Erfolgstours Porsches Eloy und Diana Porsche. Was ist wirklich los? Ja, der Eloy, der hat echt sehr viel für mich geleistet. Und ich glaube, er hat das einfach verdient. Er ist jetzt 12 Jahre, dass er noch schöne weitere Jahre mit einer Junioren- oder jungen Reiterin hat. Ich muss schauen, dass ich weiterkomme im Sport. Und der Eloy bleibt natürlich in unserem Besitz, aber wird die nächsten Jahre unter einem spanischen Mädchen gehen und die hoffentlich genauso glücklich machen wie mich. Ja, dann wünschen wir dir für deine Zukunft alles, alles Gute. Wir wünschen Porsches Eloy im Süden Europas alles, alles Gute und hoffe, dass er gesund dann in Rente wieder in die Salzburger Alpen zurückkehren kann. Ja, dann noch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir sehen dich hoffentlich wieder gestärkt und parat für die Europameisterschaften in Lambrechtshausen 2017. Ja, vielen Dank. Ich freue mich schon sehr auf 2017, auf die Europameisterschaften und hoffe, dass wir da wieder super Leistung bringen können. Und wir werden heute dafür trainieren. Danke, Diana. Danke.